Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge 7 Days to Die. Heute wieder mit Liddy und der Bibi. Bibi mit schicken. Hallo. Schüchen sehe ich gerade. Ja, ich habe schick gedreht. Also. Ah, schön. Ja, immer noch verwundet. Ich habe gerade noch eine Schelle von Bibi gekriegt, was so schön war. Hallo. Und ich habe Hunger. Jetzt ist die Bibi da. Feuer. Ich wollte was kochen, aber das geht nicht, weil er hier über noch. Achso, ja, da ist schon so viel. Klaut mir bestimmt gleich wieder das Fleisch. Erst ja, ist das, sage ich doch. Bitte nichts drin. Immer. Hier ist doch verkohltes Wildbret in der Kiste. Augen auf beim Eierkauf, junger Alter, Mann. Alter, ich geb dir gleich hier. Oh, verkohltes Wildbret, ich möchte ein gutes Steak essen. Ja, tut mir leid. Bist du das Stierprofis? Ja. Donner, Scholli. Ja, es gibt ja auch noch verrottetes Fleisch. Ein bisschen Kaffeebohnen. Wo habt ihr denn das Fleisch gelagert, Leute? In der Kiste da, habe ich gerade. In der Kiste, aber ich leg das jetzt oben. Ja, weil ich habe hier auch noch welches, deswegen. Ich leg das jetzt hier rüber zum Grill. Gut. Das ist auch das rohe Fleisch? Smart. Ja, habe ich reingemacht. Und die Beeren und die Mais. Und die Mais. Das bringt euch. Das funktioniert. Geh weg da. Digga, was ist los mit euch? Ich hab. Dich, was willst du? Ich bin übrigens immer noch infiziert. Ich könnte nur Honig suchen gehen. Hallo, ja, du hast hier die Kiste blockiert. Mach die mal wieder auf, bitte. Wer? Ich? Du. Ja, Lilly. Das ist mein Essen. Seht zu. Stinkerle. Er ist doch offen. Nee, die war blockiert. Ja, jetzt. Du hast die aus Versehen blockiert. Ja, hoppala. So. Hoppala, ich geb dir gleich hoppala. Aus Versehen, sagt sie. Einfach pure Absicht. Babam. Ja, sag mal, was ist denn das jetzt für eine Siedlung? Müssen wir da hin? Ja. Sollten wir da gleich hin? Da sollten wir hin und ein bisschen looten, damit wir schon mal Material haben und auch trinken und essen und alles. Soll ich eben gucken, ob ich Honig finde oder nicht? Ja, mach mal. Wir können ja auch, wir müssen ja nicht alles gleichzeitig machen. Wir haben ja noch Tag über jetzt. Ja gut, dann lass uns mal Honig suchen gehen. Ja, dann einfach ab in den Wald. Alle? Ab in den Wald, ist mir egal. Ist mir egal. Ist mir egal. Ob mach eine neue Version von ist mir egal. Ist mir egal. Honig ist mir egal. Sven ist infiziert. Frech. Ist mir egal. Was? Hey. Ist mir egal, ob er stirbt oder nicht. Was? Wir sollten vielleicht im Wald und nicht zum Berg. Ich versuche hier nur gerade zu gucken. In dem Berg ist doch ein. Nee, hier, da müsst ihr drauf rumkloppen, Leute. Hier, auf sowas. Hast du schon eins gefunden, so ein Holstumpen? Ja, hier. Ah, ja. Da hackel ich jetzt drauf rum und dann gucken wir mal. Ich hacke mal mit. Aua! Was denn? Friendly Fire! Du hackst auf mir rum. Jetzt sind wir quitt. Ich hack auch gleich mal auf dir rum, das sieht doch anders schon aus. Du hast mich schon gehackt. Habt ihr Honig bekommen? Nee. Nö. Ja, dann das weiß ich nicht. Er hat mich ja geschlagen. Ich bin Hack. Grete. Er ist der Hack. Er ist der Hackmann. Ich hack hier auch gleich mal rum. Der Hack kann. Der hacken kann, ja. Nehmen wir auf die Kleinen. Du hast mir. Ich bin ins Spiel rein und ich habe direkt eine Schelle von dir gekriegt. Ja, das wollte ich doch nicht, Mann. 5 Minuten im Spiel direkt ihr kriegt. Ich gehe in den Wald. Das wollte ich doch nicht. Wollte ich doch nicht kloppen tun. Erstmal aussiedeln hier. Also, ja, ihr seid woanders. Alles klar. Ja, ich bin irgendwo hier hinten und versuche hier gerade Baumstümpfe zu organisieren. Weiß ja, nicht, ich bin ist in den Wald gehüpft. Und Steine ich hätte mir vielleicht auch Trinken mitnehmen sollen. Ich ja, schlaue Person. Edward. Ja, es regnet doch. Ja, aber das trinkt nicht sonderlich viel. Mund auf. Nee, Alter, auf einmal. Dann ist noch der Regen verpestet oder so. Wer weiß, wie die alle Zombies Leute, geworden sind. Dafür habe ich schon leckere 3 Eier geholt. Jawoll, ja. 3 Eier? Ja. Für jeden eins? Ja. Wow. Aber ich will 2. Jetzt kriegst du gar keins mehr, so. Bist du noch rationiert, ey. Eingespart. Als ob ich keine Baumstümpfe finde. Nein, ich auch nicht. Sven ist bestimmt schon so infiziert, dass es eh nichts mehr bringt. Ja, du kannst doch einmal sterben. Dann ich hab Honig. Ja. Kann ich den einfach essen? Ja, einfach trinken. Schnapp ihn dir, Großer. Gönn dir, Brudi. Ich hab Wasser gefunden. Mit Wasser abkochen. Wir das haben direkt weniger.
direkten See bei uns. Ah ja, okay. Ist gut. Mücke! Was, Mücke? Mann, nein, mein Hühnchen. Ich hab dich nicht getroffen. Hühnchen, also. Mein Hühnchen. Du kleines also eigentlich Hühnchen. Mal gucken. Hier gibt's aber bestimmt Apotheken oder so ein Kram. Gibt's bestimmt, aber das ist zum Yamada immer drin. Da ist ein Zombie. Ja, sag ich ja. Warum hört sie denn nicht auf mich? Ein Kloppo. Unglaublich. Ihr hört nie. Nee, das gebe ich dir tatsächlich nicht. So viel zu, wir haben noch früh, wir haben schon 17 Uhr. Hunde, Hund. Oh je. Bleib liegen. Er ist eine Statue geworden. Was ist mit dem los? Er ist eine Statue geworden. Jetzt zum Bipso. Warum? 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 Frag ihn doch mal. Ey, Zombie. Was machen Sachen? Machen Sachen tun. Warum bist du Statue? Warum Statue, Bruder? Au! Oh Gott! Geh weg, du! Das alles nicht so gut, was Baby da tut. Und warum kloppt mich das Wildschwein hier? Ich kenn's. Ich will dich! Geh weg! Die Karma-Schelle. Oh, dieses alte Mistschwein, ja? Ey, aus dem mache ich doch Hackebraten mit Krustensoße. Erdbeerkuchen. Ist Bibi gestorben? Mmh. Ja. Glaub das doch nicht. Der hat mich einfach weggewalzt. Diese alte Mistsau. Wie mache ich den jetzt platt? Eine Sau ist es ja, ne? Recht hat sie. Alte Mistkröte. Aber warum? Ach so, doch, Wildschweine greifen einen an, ne? Ja, normalerweise nicht, aber... Ja, aber diese komischen Röchelzombies, da greifen auch einen auch an, wo du meintest, die greifen einen nicht an. Diese Klickerviecher. Ja, also mich haben die auch nicht angegriffen. Mich doch, die Röchelzombies, ja, die greifen an. Aber ich verstehe gerade nicht, warum mich der scheiß Wildschwein angegriffen hat. Ich bin überlastet. Das Nitratpulver ist, ja, das gut. Ist belastet. Ja, toll. Ich bin belastet. Ich habe meine ganzen Klamotten weg. Eigentlich bist du doch dann entlastet. Nur wegen diesem alten Stinkeviech. Wo ich im Baumstumpf gefunden. Das gibt's ja nicht. Wir sehen uns dann so in 3 Tagen, ne? Ich bin sonst wo. Ich glaube, ich bin auch sonst wo. Aber jetzt wird es doch Nacht. Ne? Jetzt sollten wir doch eigentlich... Ab wann ist das Alarm? Ich. 22? 22. 20 Uhr. Ja, was soll das? Nein! Nicht schon wieder. Ich glaube, ich gehe mal hier zu dieser Gasstation, hoffe, dass mich nicht alles killt. Warum sind hier überall Häschen? Die hab Häschen. Oh Gott. Bubi, ja. Ich brauche eure Hilfe. Bevor ich bei dir bin, bist du wieder tot. Bleib da hinten. Sorry. Mama, komm nicht an meine Sachen ran. Wildschwein, geh weg. Geh weg. Geh doch weg. Ich hab ein bisschen Angst. Natürlich stehst du auf. Also ich übernachte dann in der Tankstelle, die ich mir jetzt freikloppe. Ja, das sollten wir vielleicht machen. Oder nicht. Oh, Besseres. Wow. Oh, spring nicht. Fräulein, ziehen Sie sich mal ein bisschen mehr an. 20 habt ihr gesagt, gell? Ja. Nicht 21? Ah. Dann habe ich jetzt aber ein Problem. Oh Gott, ich auch. Oh, jetzt habe ich hier diesen Kapuzen-Dude. Lass mich. Ich stehe auf dem Dach. Bitte gehen Sie. Ob das gut ist, weiß ich nicht. Ich gehe zu uns in den Bunker rein. Ja, da würde ich auch gerne reingehen, aber. Aber? Aber? Ich bin so weit weg! Mann, ihm fehlt ein Auge. Was?
Ich komme. Ich bin zu Hause. Ich noch nicht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Die Tür beten wir jetzt einfach. Mama. Mama. Jetzt bist du von Wildschweinen angegriffen hier, anstatt dass ich sie offen. Dings lege, weißt du, nix so. Da haut er dir den Power in die Ohren. Also ich habe ein altes Sandwich, ich habe Kaffee, ich habe Wasser, ich habe Tee, ich werde überleben. Komme, ich komme. Mach dir alle die Sachen her. Ich suche gerade die Tankstelle. Ich suche meine Tankstelle. Gott. Alter. Ja. Also 20 Uhr war schon mal falsch. Und ich habe hier so einen Stress gemacht. 22 Uhr. Entschuldigung, was habe ich gesagt? 20. Oh. Sagtest du? Ja, nee, 22 Uhr. Hätte ich ja noch einen Baumstamm suchen können. Ey, komm, ich bin gerade vom Wildschwein umgenietet worden, ja? Habt ein bisschen Mitleid. Ja, warst du ein bisschen verwirrt, oder was? Ja. Oh! Was? Was geht denn hier ab? Oh, Entschuldigung! Aua! Ich habe Probleme. Ja? Oh ja, ich bin wie heißt das bei so Schrauberwerkstätten? In der Werkstatt? Damit die Autos hochgefahren werden und die da drunter... Ja, ich bin da runtergefallen. Okay. Ja, da sind meistens immer ganz viele Zombos unten. Ach, ehrlich? Ja. Hättest du mich auch gefragt. Bibi. Ich war ja so unwissend. Entschuldigung. Das habe ich dich aufgeklärt. Ich meine, das ist doch nicht schlecht, oder? Komme ich denn jetzt hier wieder raus? Von der Seite. Da ist ein Seiteneingang. Aber hier ist kein Seiteneingang. Ah, hier ist eine Treppe. Okay, never mind. Jetzt bin ich auch infiziert schon wieder. Ach, nee, du. Ach, nö. Okay, wird aber trotzdem Zeit, nach Hause zu gehen, ne? Ja. Oh, geil, ich habe ein Gammelbrot gefunden. Davon kriege ich nachher hier Diarrhoe. Cool. Und ich höre schon wieder Zombies. Ich will das alles nicht. Ja, das ist das Problem an der Sache. Von denen hat man leider Gottes immer zu viel. Das ist ein Zombie-Hund? Ja, oh Gott, der ist genauso schlecht. Dem ist schlecht. Lasst mich. Nein, au, au. Oh ja, ich komme mal zurück. Genau, fallt da mal alle rein. Ja, das ist nicht gut. Ja. Die grüne Anzeige ist doch Hunger, gell? Ja, die grüne ist Hunger, die blaue ist Trinken. Ey, was habe ich denn für einen Knast die ganze Zeit? Nein, hier sind einfach so 5 Baumstämme, aber 800 Zombies. Wie fies. Und so nebelig. Git. Ja, moin. Dann kommen meistens immer die Wölfe. Baby. Die Bärchen. Ich versuche gerade nach Hause zu kommen. Sag eine Schürfwunde und 800 Zombies am Po. Nein, lass die Zombies weg. Die hauen mir die Butze putt. Jetzt soll ich auch noch draußen schlafen, oder was? Natürlich. Oh, Kaka. Oh. Hört ihr das? So sind die zu mir. Würdest du mal wehen? Ja, wir halten jetzt sogar die Tür auf, wenn du irgendwann mal kommen solltest. Ich brauche noch 1 Kilometer, aber ich hau jetzt erstmal meinen Baumstamm. Ist mir egal, ob es dunkel wird. Wollen wir die Sachen irgendwann wieder looten, oder was? Was? Wenn da so Müll und sowas liegt. Nee, ja doch. Ich glaube, alle 7 Tage. Alles oder dann respawnen die Sachen. Da ist auch noch so viel Platz. Überfüllt. Ja. Ich höre Zombies an Tapern. Nee. Keine Zombies. Alter, ich komme niemals zu euch. Hier ist einfach Zombie-Mania. Yeah. Und ich brauche Honig.
Ja, ich auch. Weißt du was? Nee. Nee. Schade. Den habe ich leider auch nicht. Ich würde gerne erstmal mein Inventar ausmisten, tatsächlich, bevor ich jetzt weiter suche. Ich würde auch gerne ausmisten, aber die Baby steht ungefähr eine Stunde in der Kiste. Entschuldigung, dann mach ich doch eine eigene. Warum? Beleid. Kannst du dich zumindest ja schon mal ablegen. So, ich glaube, jeden, der die Tür reinkommen will. That. Was, Lilly macht die Tür auf, bam. Ja, ja. Ah. So ist sie zu mir. 10. Wird nicht besser. Nee. Ich dachte, der liegt immer noch am Wildschwein. Das ist fein. Oh mein Gott, oh mein Gott. Hm? Hier ist so ein Klicke-die-Klacke-die. Oh nee. Bitte lass mich, spring mich nicht an. Ich wollte gerade sagen, die springen, ja. Das sind Klicke-die-Klacke-die. Ja, das sind so ganz fiese Mobbel. Die klackern richtig beim, wenn die fauchen nicht, so wie die meisten Zombies. Die klackern, ja. Wo ist die Lilly? Ich komm nach Hause. Wir sind noch gar nicht in der Gruppe, ne? Nee. Einmal mit Profis. So. Ja, du musst uns einlöten. Hab ich doch. Einlöten. Ja, einlöten. Okay. So, laufen da hinten. Nach 300 Metern. Gibt's Fallschaden? Oh. Ja. Das, was du jetzt machst, lockt Zombos an. Ja, ja. Ups. Man vermeide nachts den Lärm. Bitte keine Zombos anlocken. Ich bin gerade auf dem Weg. Ich bin gleich was da. Was heißt hier Lärm? Ich habe hier nur ein Schild geklopft. Ja, aber vielleicht nicht gerade an unserer Hütte. Die reißen uns hier die Hütte rein. Willst du? Die sind nicht so schnell. Ich habe Aua. Wo kommt denn die Lilly? Was war das? Ach, von da hinten. Ich sterbe bestimmt wieder gleich, wenn ich da bin. Wie lange du keine Bären mitbringst? Weiß es nicht, hat gerade so komische Geräusche gemacht, sagen wir es so. Oh Gott. Bad. Hilfe. Die Geräusche werden immer schlimmer. Läufst du irgendwie außen rum, kann das sein? Ja. Muss ich, sagen wir es so. Oh, scheiße. Oh Gott. Ich glaube, das halt wird alles eine spannende Nacht. Hm. Und die Fackel hält unendlich lang, oder was? Die kaputt. Bisher? Doch, die kann auch kaputt gehen, glaube ich. Unten wie. Du musst auf diesen Balken unter deinem Gerät. Ja, ist bei der Fackel nicht. Ja, dann hält die unendlich, ja. Oh, die kostet ganz schön Ausdauer. Je nachdem, wie du klickst, glaube ich, oder? Ja, wie du haust, ja, wie du schlägst. Ah, kräftiger Angriff. Ah, hast du das gebraucht? Moin. Hallo, bin zu Hause. Home sweet home. So. Ich muss mich jetzt erstmal umsortieren. Sortiere dich. Wo haben wir denn was? Ich mache überall einfach alles rein. Der Mod haben wir schon 2. Einer von euch muss da Ordnung halten. Oh nein. Ja, toll. Hallo? Oh nein. Steht bei mir drauf hier, die hielt Ordnung. Ja. Yep. Sie hält Ordnung. So, was hat man? Fleisch? Komm, ich ordne mal hier. Maismehl. Sind das Kochutensilien oder Einpflanzutensilien? Ja. Maismehl? Nee, Kochutensilien. Saat. Maismehl. Saat heißt ja auch keine Zombies. Mach keinen Krach. Wenn die kommen, dann hau ich dich. Medikamente.
Ja, am Hopfen. Wir können uns Bier brauen. Ja. Echt? Bevor ich getötet worden bin, habe ich auch Hopfen gesammelt. Also sehr nice. Schon. Sehr nice. Will denn nicht raus? Dann bleib hier. Bubi, wo bist du? Ich habe nicht meine Fackel. Und bleib bei mir. Ja, ich komm wieder rein. Das ist so gefährlich. Ach, Bruchsand. Ich habe Bruchsaat gelesen. Wollte es direkt mitnehmen. Kaffee. Oh, hier war schon jemand. Ja, in der Scheune waren wir doch. Oh. Was jetzt? Voll runter. Nur Totes. Kannst die Zombos wegmachen, ja. Ich bin fleißig dabei. Oh, wir haben schon echt gute, viele Waffenerweiterungsdinger, ne? Ja. Bringst du was zum Spielen mit und was zum Spannung? Und Schokolade? Was braucht ein Schrotflinten für eine Muni? Nicht Schrot. Dann hauen wir euch. Ja, doch, das ist leider Schrot. Also ist direkt Schrot? Ja. Okay. Nein. Die falsche Muni. Du kannst dir aber, oh Gott, wie heißt das Ding? Knatterbüchs? Moment. Knatterbüchs habe ich in der Hose. Die Donnerbüchse heißt die so. Warte mal. Doppelläutige Schrotflinte. Wie hieß sie denn? Donnerbüchse? Die wird doppelt geläutert. Die Büchse. Die doppelt geläuterte Büchse. Ja. So, ich glaube tatsächlich. Ich habe soweit alles einsortiert. Jetzt gehen wir darüber noch. Ich glaube, die hieß Donnerbüchse oder so ähnlich. Die könntest du dir machen. Was ist das jetzt für Geräusch? Ach du Scheiße. Ich wurde entdeckt. Oh, oh. Ach, Sven. Was tust du denn da schon, wer der junge Mann? Nicht gut. Ja, wackelt. Komisch. Oh Gott, ich glaube, der hat mich doch nicht gesehen. Du kannst übrigens mit C riechen. Wenn du dich nicht bewegst, siehst du unten das Auge, damit bist du kaum entdeckbar. Wenig entdeckbar. Umso lauter du bist, umso eher steigt das Auge nach oben, also die Zahl, und umso eher entdecken sie dich. Aha. Ich habe mein Ding umgeworfen. Oh nee. Da hinten, ich sehe dich. Also ich will dann bei Gelegenheit mal in die Siedlung. Ja, aber nicht in der Nacht- und Nebelaktion, oder? Scheiße, ich brauche noch Honig, fällt mir gerade ein. Ach, wir sterben einfach, Sven. Immer noch? Oh, ich will nicht sterben. Ja, ich auch. Ich bin jetzt bei 3% schon. Ich brauche also gleich schon 2 Honig. 3% schon? Ich habe 15. Du brauchst sogar 3-mal Honig. Oder einfach Medizin. Medizin. Ja, die müssen wir ja erstmal leveln. Wer macht nochmal den Medimann? Ich, aber dafür muss ich mich erstmal leveln und ich dachte eigentlich, wir gehen mal in so eine Apotheke rein oder sowas. Also ich würde sagen, ne, meine lieben Leute, ob wir Bibi demnächst Dr. Bibi nennen dürfen, seht ihr in der nächsten Folge. Aber nur, wenn ich auch Spritzen geben darf. Hihi. Nicht in mein Popo. Meine lieben, in knatter Popo. Jawohl, ja. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen, was euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Haut rein. Bye-bye.